Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem Referendum in Griechenland hat die Regierung in Athen die internationalen Geldgeber scharf angegriffen. Finanzminister Varoufakis warf ihnen in Zeitungsinterviews Terrorismus und Erpressung vor. Sie seien verantwortlich dafür, dass die Banken im Land geschlossen sind. Die Griechen stimmen morgen über die Sparauflagen ab. Umfragen zufolge halten sich Befürworter und Gegner etwa die Waage. Unabhängig vom Ausgang erwartet Varoufakis weitere Verhandlungen und eine baldige Einigung mit den Gläubigern. Seit Monaten geht es ums Geld oder eben um das fehlende Geld. Heute haben sich viele Griechen nach den angespannten letzten Tagen noch einmal eine Auszeit gegönnt. Der Kampf um das Ja und das Nein ist offiziell vorbei. Doch für die Menschen hier ist es das Thema. Wenn Nein gewinnt, ist das ein großer Knall. Aber danach könnte es besser werden. Bei einem Ja gehen wir zugrunde. Natürlich reden wir über Politik, aber wir sind nicht fanatisch. Wir wollen nur, dass Griechenland gerettet wird. Gestern hatten sich beide Lager noch einmal formiert. Circa 17.000 von der Ja-Fraktion, rund 25.000 Menschen von der Nein-Fraktion. Für Regierungschef Tsipras die letzte Möglichkeit, die gut 10% Unentschiedenen zu mobilisieren. In seiner Rede sprach er von der Würde des Landes. Es gehe nicht darum, ob Griechenland in der EU bleibe. Heute feiern wir unseren Mut und unsere Entschlossenheit, unser Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Dem griechischen Volk das Wort zu erteilen. Politische Auftritte gab es am Tag vor dem Referendum keine mehr. Finanzminister Varoufakis brachte sich trotzdem noch einmal ins Gespräch. Der spanischen Zeitung El Mundo sagte er, was man mit Griechenland macht, hat einen Namen. Terrorismus. Auch über die Zukunft ihrer Regierung werden die Griechen morgen indirekt entscheiden. Nicht nur über die Reformen. Viele reisten schon heute in ihre Heimatorte, wo sie laut Gesetz abstimmen. Zumindest die, die es sich leisten können. Jetzt hält das Land den Atem an. Zur Situation kurz vor dem Referendum in Griechenland. Jetzt live aus Athen Peter Dahlheimer. Die Griechen sehen sich vor die Wahl zwischen Pest und Cholera gestellt. Stimmen sie mit Nein, mit Ja, bitten sie um Verlängerung eines Hilfsprogrammes, das nicht nur sie als gescheitert betrachten. 27% Arbeitslosigkeit, 30% ohne Krankenversicherung, der Schuldenstand nicht besser als zuvor. Kaum ein Trost noch, dass die Alternative dazu der Staatsbankrott gewesen wäre. Noch dazu würde bei einem Sieg der Ja-Stimmen mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit der Regierungschef zurücktreten. Ein Land ohne Führung in diesen dramatischen Tagen. Stimmen Sie dagegen mit Orchi mit Nein? Erteilen Sie einer Regierung das Mandat, ihren Crashkurs fortzusetzen, der zu einem Grexit führen könnte mit all seinen dramatischen Folgen. Anstieg von Not und Armut, Kollaps der Wirtschaft. Für die wenigsten ein Trost, dass damit Ja und Nein auf Griechisch in aller Welt bekannt geworden ist. Und damit zurück nach Hamburg. Welche Folgen hätte ein Nein, welche ein Ja? Auf tagesschau.de finden Sie mögliche Szenarien, wie es in der Griechenland-Krise nach dem Referendum weitergehen könnte. Neue erste Vorsitzende der AfD ist Frauke Petri. Die bisherige Co-Parteichefin konnte sich auf dem Parteitag in Essen klar gegen den AfD-Gründer Lucke durchsetzen. Die Entscheidung war ein monatelanger Machtkampf zwischen zwei Parteiflügeln vorausgegangen. Petri gilt als Führungsfigur des national-konservativen Lagers, Lucke als Kopf des wirtschaftsliberalen Flügels. Er ließ offen, welche Konsequenzen er aus seiner Niederlage ziehen will. Frauke Petri entmachtet Bernd Lucke. 60% wollten sie, die AfD-Frontfrau aus Sachsen, Hoffnung der Nationalkonservativen. Und Petri, ganz Parteichefin, fordert zur Einigkeit auf. Einige Wochen, einige Monate werden wir brauchen, um diese Partei wieder auf den Weg zu führen, miteinander inhaltlich zu streiten. Und lassen Sie uns schleunigst, so schnell wie das bei Menschen eben geht, die Streitigkeiten, vor allen Dingen die unter der Gürtellinie, beenden. Ein Seitenhieb gegen ihn. Co-Chef will Lucke nicht werden. Er befürchtet eine inhaltliche Verschiebung der Partei nach rechts. Es ist offenkundig, dass bestimmte Themen wie Zuwanderung, Integration und Islam
eine sehr, sehr hohe Bedeutung für die Mitglieder hier in der Partei haben. Rückblick. Am Nachmittag ist die Stimmung aufgeheizt. Lucke verteidigt unter Buhrufen seinen Weckrufverein für gemäßigte Mitglieder. Rote Karte vom Petri-Lager. Lucke warnt vor einer pauschalen Verurteilung des Islam, vor Kontakten zur islamkritischen Pegida-Bewegung. Dass wir eine Pegida-Partei seien, das haben wir nie irgendwo beschlossen. Und viele... Lucke wolle die Partei inhaltlich verengen, kritisiert dagegen Petri. Sie will nun ein flügelübergreifendes Vorstandsteam einsetzen. Frauke Petri hat angekündigt, wirtschaftsliberale und nationalkonservative Positionen zu vereinen. Doch viele erwarten nun einen stärkeren Rechtskurs. Eine Reihe von Lucke-Anhängern wird nun womöglich aus der AfD austreten. Im Streit über das Sturmgewehr G36 lehnt der Hersteller Heckler & Koch Schadensersatzforderungen des Bundes ab. Das Unternehmen teilte mit, es habe Klage beim Landgericht Koblenz eingereicht. Es soll feststellen, ob das Gewehr tatsächlich im heißgetauschten Zustand und bei Hitze nicht mehr präzise trifft, wie eine Untersuchungskommission kritisiert hat. Verteidigungsministerin von der Leyen hatte im April angeordnet, dass alle rund 170.000 G36-Gewehre der Bundeswehr ausgemustert oder nachgerüstet werden müssen. Verteidigungsministerin von der Leyen hat auf Sizilien Flüchtlinge getroffen, die mittlerweile dort leben. Einige waren auf dem Mittelmeer gerettet worden. Anschließend besuchte sie die Fregatte Schleswig-Holstein und dankte den Soldaten für ihren Einsatz bei der Seenotrettung. In den vergangenen 2 Monaten hat allein die deutsche Marine 5.700 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Ministerin mahnte europäische Solidarität an und einen klaren Rechtsrahmen für die Bekämpfung von Schleusern. Die Gewalt auf der ägyptischen Halbinsel Sinai dauert an. 4 Zivilisten wurden bei Angriffen der Armee getötet. Die Streitkräfte gehen im Norden des Sinai gegen Extremistengruppen vor. Am Mittwoch hatten Verbündete der Terrormiliz Islamischer Staat eine Serie von Anschlägen auf Kontrollposten der Armee verübt. Präsident al-Sisi besuchte heute die Truppen in der Unruheregion. Demonstrativ in Militäruniform zeigte sich Ägyptens Staatspräsident al-Sisi heute im nördlichen Sinai. Seine Botschaft im Staatsfernsehen: Er persönlich steht für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in seinem Land. Die Angriffe auf Kontrollpunkte von Armee und Polizei waren die bislang schwersten im Sinai. Ich rufe allen Ägyptern zu: Sorgt euch nicht. Ich sage nicht nur, dass die Lage unter Kontrolle ist, die Lage ist komplett stabil. Überprüfen lässt sich das nicht. Der nördliche Sinai ist vom Militär komplett abgeriegelt. Medien haben keinen Zugang. Die ägyptische Armee erklärte, sie habe hier 200 Extremisten getötet. Auf der anderen Seite stehen mindestens 17 tote Soldaten. Eine Trauerfeier gestern in der Stadt Alexandria. Die Bevölkerung, so scheint es, trägt den Antiterrorkurs der Regierung mit. Am Nachmittag lädt Ägyptens Außenminister Shukri die internationale Presse ein. Er dementiert Meldungen der Terrormiliz IS, wonach diese auch Raketen auf Israel abgefeuert habe. Und auch er demonstriert Zuversicht. Wir sind von einer aggressiven und brutalen Organisation angegriffen worden. Aber das Ergebnis zeigt, dass das ägyptische Militär stark und entschlossen ist. Dennoch, Staatspräsident al-Sisi, den international viele Staaten als Stabilitätsanker im Nahen Osten sehen, steht wohl vor einer seiner größten Herausforderungen. Gut eine Woche nach der Ermordung von 38 Touristen durch einen islamistischen Attentäter im Badeort Sousse hat die tunesische Regierung den Ausnahmezustand verhängt. Er soll zunächst für 30 Tage gelten. Wir sind in großer Gefahr und befinden uns im Kriegszustand, sagte Präsident Essebsi in einer Ansprache. Das Land sei nicht sicher vor weiteren extremistischen Angriffen. Im Tarifkonflikt bei der Post wird weiter verhandelt. Eine Einigung ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi aber noch nicht in Sicht. Ein Postsprecher betonte, beide Seiten seien willens, Lösungen zu finden. Einzelheiten der Verhandlungen in Bad Neuenahr wurden jedoch nicht bekannt. Ein Streitpunkt ist die Forderung von Verdi, dass die Beschäftigten der regionalen Post-Tochtergesellschaften nach dem höher dotierten Haustarifvertrag bezahlt werden. Volle Freibäder, Parkplatzmangel an den Badeseen und Staus auf den Autobahnen Richtung Küste. Hoch Annelie hat Deutschland heute zum Schwitzen gebracht. In Berlin musste die Kuppel des Reichstags wegen der Hitze gesperrt werden. Vielerorts stieg die Ozonbelastung infolge der hohen Temperaturen. Überall suchten die Menschen Abkühlung. Manchen half nur das.
Der Südwesten im Hitzehoch, in den Wasserbecken war auch schon mal mehr Platz. Schlangen vor den Freibädern. In der Sonne, wie hier in Stuttgart am Nachmittag, 41 Grad. Auch noch weiter südlich in Freiburg war Abkühlung angesagt, egal wie. Gestern habe ich mir sogar einen Regenschirm genommen, als Sonnenschirm. Sich nicht anstrenge, alles gemütlich angehe. Doch das kann nicht jeder. In den Weinbergen am Kaiserstuhl zum Beispiel müssen die Winzer ran, schaffen das wegen der Hitze aber nur früh morgens und abends. Eigentlich müssten sie noch viel mehr Blätter entfernen, das geht aber wegen der Sonne nicht. Da sind wir aber jetzt ganz vorsichtig, da natürlich die Strahlung enorm Schäden auch an den Trauben jetzt anrichten kann, in Form von Sonnenbrand. Und von daher ist man jetzt, stellt man die Arbeiten jetzt erstmal zurück. Trockenheit, ohne Bewässerung gäbe es in Teilen der Landwirtschaft Probleme. Mehr Wasser brauchte es übrigens auch im Stuttgarter Zoo. Für manchen Dickhäuter gab es statt 200 Liter zur Erfrischung die dreifache Menge. Und dieser Besucherin namens Annelie, sie heißt wie das Hitzehoch, ging's wie dem Eisbären. Viel zu heiß. Auch im Schatten findet man zurzeit Abkühlung. Bald könnte es diese auch in anderer Form geben. Mit der Hitze steigt die Gefahr für schwere Unwetter. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft will heute bei der WM in Kanada für einen versöhnlichen Abschluss des Turniers sorgen. Nach der Halbfinalniederlage gegen die USA geht es im Spiel gegen England um Platz 3. Das Halbfinalaus ist abgehakt. Die gute Laune ist zurück. Deutschlands Fußballerinnen haben neue Kraft getankt für den letzten Auftritt der WM. Das große Ziel für das kleine Finale? Gewinnen und mit einem positiven Erlebnis nach Hause fahren. Ich finde, das hat sich vor allem die Mannschaft auch verdient und hart erarbeitet. Und wir haben große Nationen hinter uns gelassen. Und jetzt würden wir natürlich gerne den dritten Platz holen. Ein emotionaler Abend dürfte es zudem für Deutschlands Torfrau werden. Nadine Angerers 146. Länderspiel wird ihr letztes sein. Nach einem großartigen Turnier will die Mannschaft ihrer Kapitänin einen würdigen und erfolgreichen Abschied bescheren. Wir wissen alle, dass das Nazis allerletzte Spiel überhaupt ist mit der Nationalmannschaft. Und wir wollen einfach das schönste Erlebnis, beziehungsweise das ist jetzt die Bronzemedaille, das wir als Ziel gesetzt haben, ihr einfach noch mitzugeben. Das erste überträgt das Spiel um Platz 3 zwischen Deutschland und England live ab 21.45 Uhr. Der deutsche Radprofi Toni Martin hat den erhofften Sieg beim Auftakt der 102. Tour de France verpasst. Er scheiterte beim Zeitfahren in Utrecht an dem Australier Rohan Dennis, der 5 Sekunden schneller war. Es sollte sein Tag werden. Toni Martin hatte sich intensiv auf den Prolog in Utrecht in den Niederlanden vorbereitet. Per Video den 13,8 Kilometer langen Kurs analysiert und ihn selbst noch mehrmals abgefahren. Steuerkunst war im Rennen gefragt, auch als ein Pappbecher auf die Straße flog. Die sengende Hitze machte Toni Martin zu schaffen und so reichte es am Ende zu Platz 2. Rohan Dennis aus Australien war minimal schneller. Der Traum vom gelben Trikot bei der Tour de France war damit für Toni Martin ausgeträumt. Auch wenn ich nah dran bin, ist nicht das, was ich wollte. Und damit bin ich mehr als enttäuscht. Und so strahlt der Australier Rohan Dennis in Gelb, der wohl besser an die Hitze gewöhnt ist. Die Lottozahlen. 14, 17, 18, 32, 42, 47, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 5. Juli. Von Westen sorgen Tiefdruckgebiete für eine explosive Mischung aus heißer und feuchter Luft, in der sich Unwetter entwickeln. Und die gibt's regional auch heute Nacht, dazu entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Morgen in der Nordwesthälfte teils Sonne, teils Wolken mit teilweise unwetterartigen Gewittern. In der Südosthälfte meist sonnig, aber ab dem Nachmittag auch dort heftige Hitzegewitter. Heute Nacht in einigen Alpentälern 14, an der Spree bis 25 Grad. Morgen im Südwesten nahe 40, auf Sylt nur 21 Grad. Am Montag wird es nicht mehr ganz so heiß. Im Osten und Süden gibt's noch Schauer und Gewitter. Am Dienstag meist sonnig, später gebietsweise Gewitter mit Unwetterpotenzial. Am Mittwoch deutlich kühler, im Norden Regen, sonst bei Sonne und Wolken meist trocken.
Um 22.48 Uhr in der Halbzeitpause des Spiels um den dritten Platz bei der Frauenfußball-WM meldet sich Karin Mioska mit den Tagesthemen. Wie geht es weiter mit der AfD und Griechenland am Vorabend der historischen Entscheidung? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.